Ja, hallo Leute, heute mal wieder mit einem Unboxing und zwar diesmal vom iPad Retina. Ja, die einen nennen es iPad Retina, die anderen iPad 4. Auf jeden Fall ist es das iPad, das auf der letzten Apple Keynote vorgestellt worden ist und das den Lightning-Anschluss besitzt. Ja, das habe ich mir jetzt auch geholt. Das hier ist jetzt die Wi-Fi-Variante mit 16 GB. Das reicht mir eigentlich aus und ich würde sagen, wir können hier mal noch kurz einen Blick auf die Verpackung werfen. Also von vorne, denke ich mal, hat es ja natürlich jeder schon gesehen. Hier an der Seite steht iPad, unten haben wir ein Apple-Logo, hier haben wir ein Apple-Logo, hinten noch weitere Informationen. Ja, ich lasse mal gleich hier so liegen, dann kann ich nämlich gleich mal die Schutzverpackung, hier die Schutzfolie ablösen und dann kommen wir gleich zu dem Karton an sich. Es fühlt sich eigentlich immer gleich an, also wie gesagt, ich habe schon drei iPads geunboxed und ja, da hat sich nicht viel getan, außer eben bei der Verpackung natürlich, von der Farbe her und so weiter. Und jetzt kommt natürlich der Moment, auf den wir sozusagen gewartet haben, und zwar sehen wir gleich das neue iPad. So, sollte es nur noch abgehen. Und da ist es auch schon. Ja, so sieht's aus. Kein großer Unterschied zum iPad 2, das ich auch habe. Also wie gesagt, da hat sich optisch nicht viel getan, außer eben hier dieser neue Anschluss, den wir jetzt da eben haben. Ja, gefällt mir ziemlich gut, liegt gut in der Hand, da hat sich ja nicht wirklich was an der Größe getan. Schauen wir mal, was sonst noch so dabei war. Hier das Ladegerät, das ist jetzt auch schon hier das 12 Watt Ladegerät, leider könnt ihr jetzt nicht so genau sehen. Auf jeden Fall steht hier 12 Watt drauf, mit dem lässt sich natürlich das iPad schneller laden. Ich glaube, das kann man auch für andere iDevices trotzdem benutzen. Wie gesagt, diese laden dann eben schneller auf. Also ich mag ja eigentlich die schmäleren lieber, aber durch das, dass es hier natürlich dann vom Laden her schneller geht, ist es natürlich ganz gut. Ja, das hier kennen auch schon alle Apple-Fans. Design bei Apple in California können wir hier mal aufmachen. Da finden wir so die Kurzübersicht über die iPad-Funktionen und natürlich ganz wichtig die obligatorischen Apple-Sticker. Ja, also wie gesagt hier noch, das ist einfach nur so ein bisschen ja, Papierkram, wie man schon so schön sagt. So, jetzt habe ich es auch. Und das machen wir wieder zu und legen hier das Ganze zur Seite. Jo, was haben wir noch? Das Lightning-Kabel. Ja, so sieht es aus. Hier mit dem ganz kleinen Anschluss. iPhone 5 habe ich noch nicht, deswegen hier mein erstes iDevice mit Lightning-Anschluss. Ich muss sagen, am Kabel hat sich nicht viel getan zum alten Anschluss, außer eben, ja, jeder neue Anschluss. Ja, ich würde sagen, das war es dann eigentlich auch schon hier von dem Unboxing vom iPad 4. Und ja, ich denke, es werden einige Videos dazu kommen, beziehungsweise ich werde einige App-Reviews und so weiter auch mit diesem Gerät dann hier drehen, beziehungsweise das eben dafür benutzen. Ja, das war's dann auch schon. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Und ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.